Um solch eine hochwertige Armatur herzustellen, sind rund 27 Einzelteile, 30 Arbeitsschritte und 100 Handgriffe nötig. Während der Hansgrohe Oberflächenbearbeitung entsteht aus dem Gussrohling ein glänzend polierter Armaturenkörper. Um sich so zu verwandeln, wird der Rohling zunächst gründlich bearbeitet und plangemacht. Was hier ein bisschen nach Science Fiction aussieht, ist nichts anderes als Fräsen und Bohren, auch spanende Bearbeitung genannt. Dafür sind bis zu 35 Werkzeuge in Aktion. Um die alle zu koordinieren, setzt Hansgrohe einen Roboter ein. Der ist so schlau, dass er seine beiden Hauptaufgaben in einem Aufwasch erledigt. Er fräst und bohrt Löcher und Gewinde in den Rohling, um die Armatur zu präparieren. Hier wird später unter anderem die Kartusche eingesetzt. Der Armaturenkörper wird von Hand entgratet. Alle Messingspäne, die an dieser Station abfallen, werden recycelt. Ein Mitarbeiter prüft die Dichtigkeit per Luftdruck. Ist alles in Ordnung, schickt er den Armaturenkörper weiter zum Schleifen und Polieren. Auch diese beiden Prozesse erledigen Hightech-Maschinen. Bei Hansgrohe gibt es Armaturendesigns, die in präziser Handarbeit nachbearbeitet werden. Wenn die Oberfläche den letzten Schliff bekommen hat, wird sie mit einer Spezialpaste auf Hochglanz poliert. Nun wandert der Armaturenkörper in die nächste Fertigungsetappe, wo er veredelt wird, in die Oberflächenbeschichtung.